Deutschland im Dezember 2018. Der Dieselskandal, einer der größten Wirtschaftskrimis dieses Jahrhunderts, geht in das vierte Jahr. Millionen manipulierter Fahrzeuge, hunderttausende Autobesitzer und Aktionäre, die sich betrogen fühlen. Deutsche Unternehmenslenker im Visier von nationalen und internationalen Ermittlern. Dazu Gerichtsprozesse, Umweltverschmutzung, Fahrverbote. Wie ist der Stand jetzt? Was sagen die Beteiligten? Das Handelsblatt will sie vor der Kamera zu Wort kommen lassen. Wir haben uns deswegen auf einen Streifzug gemacht, quer durch die Republik. Die erste Station ist das beschauliche Städtchen Ravensburg Anfang September. Ja, wir sind hier in Ravensburg vom Landgericht und ich gehe davon aus, dass, ich hoffe so, in diesem Jahr auch noch die Geschichte über die Bühne geht. Es ist eine Klage gegen Volkswagen. Sie werden mich fragen, warum klage ich hier? Ich meine, ich bin vorsätzlich sittenwidrig getäuscht worden. Das heißt, mir ist eigentlich ein Vermögensschaden zugefügt worden. Ich will mal so rum sagen, bei meiner Kaufentscheidung war wichtig, mir ein Fahrzeug zuzulegen, das umweltfreundlich ist, das auch wertstabil ist. Und was wurde mir geliefert? Ein Fahrzeug mit eingebauter, ich möchte mal sagen, Schummelsoftware. Ich kann wahrscheinlich im nächsten Jahr meine Tochter in München nicht mehr besuchen und kann auch die Freundin in Stuttgart auch nicht mehr besuchen. Sie wissen, das sind die Geschichten so, das war verboten, jetzt brummen. Ja, okay. Weil, wie gesagt, das ist nicht der erste Volkswagen, den ich fahre. Das war eigentlich immer eine gute Lösung. Und die Fahrzeuge hatten auch immer einen guten Wiederverkaufswert. Diesel waren sehr gefragt von VW. Und das trifft jetzt halt leider alles nicht mehr zu. Selbst wenn ich jetzt heute zum VW-Händler gehe und sage, ich kaufe einen Benziner und bringe das hier in Zahlung, der nimmt das Fahrzeug gar nicht auf. Weil es im Moment am Markt wohl gar nicht verkäuflich ist. Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Aber wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden. Bitte glauben Sie mir, wir werden alles tun, um entstandenen Schaden wieder gut zu machen. Ich meine, wenn jemand die Organisationsstrukturen von VW ein kleines bisschen hinterfragt, dann kann man sich doch nicht so einen Käse erzählen lassen. Da wird die Öffentlichkeit doch ganz bewusst erneut getäuscht. Also ich meine, dass Herr Winterkorn sowas in den Mund nimmt, das tut eigentlich schlichtweg den Ohren weh. Die Dieselbesitzer sind aber nicht die einzigen, die klagen. Auch Aktionäre von VW fühlen sich betrogen. So wie Christoph Pangritz. Wir haben ihn in der Nähe von Hamburg getroffen. Ja, ich habe im Jahr 2015 sukzessive Aktien von VW, Vorzugsaktien von VW erworben und bin eigentlich im Glauben, dass es ein sehr solides Unternehmen ist, vorangegangen und wurde dann im September von den Veröffentlichungen und dem darauf folgenden Kurssturz natürlich extrem überrascht. A scandal involving rigged emissions has wiped out a third of Volkswagen's value on the global market. And now the president of VW America is admitting the company violated its mission by manipulating software to make its diesel cars appear cleaner than they are. Wenn diese Tatsachen zu dem Zeitpunkt Anfang 2015 mir bekannt wären, wäre ich ja nie bei VW eingestiegen. Das Risiko ist viel zu hoch. Also ich habe ja bewusst ein Unternehmen gewählt, von dem ich glaubte, dass es seriös ist und nicht irgendwelche riskanten Experimente macht. Und da wurde ich natürlich sehr enttäuscht. Aber es sind Werte im Rahmen von rund 40.000 Euro gewesen.
natürlich, Investition, die habe ich auch als Altersvorsorge angelegt. Das Geld ist natürlich erstmal weg. Ich bin dadurch nicht ruiniert, aber es ist doch ein erheblicher Schaden. Let's be clear about this. Our company was dishonest with the EPA and the California Air Resources Board and with all of you. And in my German words, we have totally screwed up. Da bewusst die Unwahrheiten gesagt worden sind oder bewusst Dinge verschwiegen sind, dann ist das wahrscheinlich mehr als gerecht, wie es in Amerika gehandhabt wird. Aber ich bin, wie gesagt, kein Jurist. Ich kann das, also das Strafrechtliche nicht beurteilen, nur nach dem eigenen Empfinden. Fühlen Sie sich denn betrogen? Ja, sicher. Nun hat VW vermutlich eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und genau die wollten wir uns von Hiltrud Werner erklären lassen. Sie ist im Konzernvorstand für das Thema Recht zuständig. Doch ein bereits terminiertes Interview sagt sie kurzfristig ab. Neuer Termin, Fehlanzeige. Antworten gibt es plötzlich nur schriftlich. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die vielen Kunden entstanden sind, sehr. Aber für Kundenklagen gibt es aus unserer Sicht keine Rechtsgrundlage. Nach unserer Auffassung haben die Kunden weder Verluste noch Schäden erlitten. Die klagenden Anleger sind zum ganz überwiegenden Teil institutionelle Investoren aus dem In- und Ausland, die zum Teil mit fragwürdigen und anerkanntermaßen unzulässigen juristischen Argumenten versuchen, angebliche Ansprüche gegen die Volkswagen AG geltend zu machen. Es ist die Aufgabe des Vorstands, das Unternehmen im Interesse seiner Aktionäre, aber auch im Interesse seiner Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und der Allgemeinheit vor jeder unberechtigten Inanspruchnahme durch Dritte zu schützen. VW auf der einen Seite, Dieselfahrer und Aktionäre auf der anderen. Wer hat nun recht? In Darmstadt sitzt jemand, den man als neutralen Dritten bezeichnen könnte. Martin Führ hat für den Dieseluntersuchungsausschuss des Bundestags das Gutachten geschrieben. Das Ergebnis ist im Grunde recht einfach. Es ist verboten, Kraftfahrzeuge in Verkehr zu bringen, es sei denn, man hat eine Typgenehmigung. Um eine Typgenehmigung zu erlangen, muss man Antragsunterlagen erstellen, in denen man das Kraftfahrzeug, den Motor und die Emissionen beschreibt und die Behörde prüft, ob diese Beschreibung die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Und nur wenn dies der Fall ist, erhält man eine Typgenehmigung. Voraussetzung dafür ist, dass man auf dem Motorenprüfstand bestimmte Werte einhält. Zugleich hat man aber im EU-Recht verboten, dass das Fahrzeug außerhalb des Prüfstands andere Emissionen hat. Und das ist ganz simpel, steckt im Verbot der Abschalteinrichtung drin. Das heißt, es ist eigentlich verboten zu lügen. Ja, die Botschaft des EU-Typzulassungsrechts lautet, du sollst nicht lügen. Und die Lüge wäre, wenn man eben das Fahrzeug so programmiert, dass es im realen Fahrbetrieb mehr emittiert als auf dem Prüfstand. So, das ist die Rechtslage. Was haben die Fahrzeughersteller aber gemacht? Und praktisch alle, wie eine Untersuchungskommission für Herrn Dobrindt ja feststellt, alle Fahrzeuge enthielten Abschalteinrichtungen. Das heißt, alle haben etwas getan, was im Grundsatz verboten ist. Und als das Gutachten dann vorlag, hat der Ausschuss mit Mehrheit, der ja von der Großen Koalition gestellt war, beschlossen, dass es jetzt doch nicht opportun sei, eine Anhörung noch der juristischen Sachverständigen durchzuführen. Vermutlich deshalb, weil das Gutachten schon so klar war, dass da nicht mehr viel zu diskutieren war. Und wenn man es hätte diskutieren müssen auf der Berliner Bühne, wäre das nicht vorteilhaft gewesen für die jeweiligen Verkehrsminister und das ihnen unterstellte Kraftfahrtbundesamt. Denn die haben eigentlich über Jahrzehnte hinweg die Augen verschlossen, haben nicht drauf geschaut auf die Unterlagen, weil dann hätten sie merken müssen, dass da was nicht stimmt. Nachrüsten
hätte man schon seit 2016 können und müssen. Also das sind alles Krokodilstränen, die da jetzt geweint werden, um Mitleid zu erzeugen. Aber von der technischen Seite her war es schon immer möglich, ein Fahrzeug so herzustellen, dass es auch im Dauerbetrieb die Grenzwerte einhält. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte die EU niemals diese Grenzwerte festgesetzt. Weil so realistisch muss man sein, auch die EU macht nichts, was technisch für die Automobilindustrie nicht möglich wäre. Das Unmögliche verlangen sie nicht. Und man hat sich nur in den Kreisen der Automobilwirtschaft erhofft, noch ein paar extra Euro zu verdienen, indem man hier spart. Wer aber ist persönlich verantwortlich für den Dieselskandal? Drei Staatsanwaltschaften ermitteln seit Jahren gegen die mutmaßlichen Täter, darunter auch der damalige Vorstandsvorsitzende von VW, Martin Winterkorn. Noch ist hierzulande niemand verurteilt worden. Uns ist es allerdings gelungen, einen der Beschuldigten in Berlin vor die Kamera zu bekommen, unter Zusicherung von Anonymität. Gut, das gesamte Unternehmen war darauf ausgerichtet, letztendlich die Mach 18 Ziele zu erfüllen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass es entsprechende Vertriebsvorgaben gab, die mit entsprechenden Emissionsgrenzwerten definiert waren. Insofern war es notwendig, eben zu dem damaligen Zeitpunkt Fahrzeuge in den Markt zu bringen mit einer Dieseloffensive, die die Grenzwerte erfüllen. Der Druck war da, ja, der Kostendruck war da, weil die Marke Volkswagen in den USA preislich nicht so hoch positioniert ist wie in dem Rest der Welt. Insofern standen die Entwickler, glaube ich persönlich, vor einem größeren Problem, was nicht so einfach lösbar war. Also zu diesem Zeitpunkt haben wir nur über den US-amerikanischen Markt geredet, die Diskussion und nicht die Diskussion geführt, die es dann später über den globalen Einsatz dieser Software gegeben hat. Das heißt, wir haben über einen begrenzten Markt geredet, wirklich 400.000, 500.000 Fahrzeuge, zu dem Zeitpunkt 400.000 Fahrzeuge, mit entsprechenden Abweichungen, wo es zu dem Zeitpunkt auch noch keinerlei Analyseergebnisse der technischen Entwicklung gab, die darauf hingewiesen haben, haben wir ein grundsätzliches Serienproblem oder haben wir ein technisches Problem. Ich glaube, er hat sehr wohl verstanden, was dort drin stand. Er hat das aber in dem allgemeinen Unternehmenskontext, glaube ich, so verstanden, dass es sich um ein rein technisches Problem handelt, was letztendlich analysiert und abgestellt werden muss. Also Herr Dr. Winterkorn hat sich um alle Dinge sehr explizit gekümmert, die er verstanden, nachvollziehen konnte aufgrund seiner technischen Ausbildung, auch als Werkstoffexperte. Es gab Themen, um die er sich weniger gekümmert hat, und das waren dann explizit die Software-Themen. Also am 21.07. wurde besprochen, aber ohne Beisein vom Herrn Dr. Winterkorn, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht in der Lage sind, mit den jetzigen technischen Ständen die Abgasanforderungen oder Emissionsanforderungen der US-Behörden zu erfüllen. Das hatte zu sehr emotionalen Diskussionen geführt, weil es zum ersten Mal so offen in einem größeren Meeting diskutiert wurde. Aber es ist nicht explizit am 21.07. über ein Defeat Device gesprochen worden. Im Nachhinein betrachtet hätte die Vermutung oder hätte die Feststellung sehr offen darlegen müssen,
Zu dem Zeitpunkt im Rahmen der emotionalen Diskussion glaube ich nicht, dass es jedem in Gänze klar war. Es ging um verschiedene Themen, aber dann auch explizit um das Thema Zulassung, Modelljahr 16 in den USA. Wo von den Herren und auch von Herrn vorgetragen wurde, dass wir in den USA ein massives Problem haben, was sich letztendlich in einer Software begründet, wie Sie sie jetzt beschreiben, illegale Abschaltvorrichtung. Ja. Das heißt, ab diesem Tag muss Herrn Winterkorn klar gewesen sein, dass VW in den USA betrügt. Ja, das ist korrekt, spätestens ab diesem Tag, das ist korrekt. Wobei man insofern relativieren muss, dass auch von den Herren der Entwicklung, das spricht jetzt, oder sprich, und auch dem Herrn Dr. Winterkorn versichert wurde, dass man das Thema jetzt kurzfristig in den USA mit den Behörden klären könnte. Der Herr Dr. Winterkorn wirkte sehr gefasst, hat aber explizit nachgefragt, seid ihr sicher, dass ihr das mit den Behörden geregelt bekommt? Die erste Stimmung war, eine gewisse Panik. Unangenehme Vorwürfe, vor allem gegen Martin Winterkorn. Wir wollten ihn damit konfrontieren, aber auf unsere Anfrage reagiert er nicht. Fragen nach der Verantwortung, die gibt es auch auf der politischen Ebene. Was ist eigentlich aus den Erkenntnissen des Dieseluntersuchungsausschusses geworden? Oliver Kriescher war für die Grünen im Ausschuss dabei. Zum Termin in Düsseldorf kommt er übrigens im Elektroauto. Es gab in der Bundesregierung und den nachgeordneten Behörden eine Kultur des Wegschauens und das hat diesen Skandal erst möglich gemacht. Die Automobilhersteller wussten ganz genau, sie werden nicht kontrolliert, es gibt überhaupt keine Kontrollstrukturen, man kontrolliert sich quasi selber und es muss nur der Schein gewahrt werden, mehr nicht. Und das hat erst den Abgasskandal möglich gemacht. Denn wir haben nachweisen können, dass die Bundesregierung, das Kraftfahrtbundesamt und andere Behörden seit über 10 Jahren wissen um das Problem. Dass sie in vielfältiger Weise immer wieder darauf hingewiesen sind, es gibt ein drastisches Auseinanderfallen von Messstandsemissionen und Realemissionen. Was ist passiert? Es ist nichts passiert. Es ist systematisch alle Hinweise ignoriert worden, obwohl Abschalteinrichtungen sogar schon in der EU-Verordnung stehen, obwohl schon in den 90er Jahren in den USA solche Fälle bekannt geworden sind, obwohl es zahlreiche detaillierte Hinweise von Umweltorganisationen und Gutachten gibt. Alles ist ignoriert worden. Also das Kraftfahrtbundesamt hat sich gerade in der Frage von Abgasmessungen, Kontrolle, von der ganzen Thematik eher als Dienstleister der Industrie verstanden. Für mich war im Untersuchungsausschuss einer der wirklich erschreckenden Momente, als der Präsident des Kraftfahrtbundesamtes gesagt hat, es sei nicht seine Aufgabe, es sei nicht die Aufgabe seiner Behörde, dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge auf der Straße sauber sind. Seine Aufgabe sei es, zu kontrollieren, dass die Abgasmessungen, die die Autoindustrie bei sich selber durchführen lässt, dass die korrekt durchgeführt werden. Alles andere würde ihn nicht interessieren. Ich hoffe, in der nächsten Wahlperiode haben wir eine Bundesregierung, die dieses Problem ernst nimmt, die Konsequenzen aus der Aufarbeitung des Untersuchungsausschusses zu ihrem Programm macht, weil das haben die Menschen, die davon betroffen sind, die Millionen betrogener Autofahrer, die Tausende, die ihre Gesundheit verloren haben, verdient, dass sie entsprechend behandelt werden. Dankeschön.
Naja, Herr Scheuer hat zu Beginn seiner Amtszeit einen etwas anderen Stil erstmal einziehen lassen. Da kamen dann plötzlich auch kritischere Töne gegenüber der Automobilindustrie. Nach einem knappen Jahr Verkehrsminister Scheuer, muss ich jetzt sagen, aber eigentlich läuft es genauso weiter, wie wir es unter Herrn Dobrindt hatten. Die Menschen registrieren ihr Dieselfahrzeug, was sie im guten Glauben gekauft haben, dass das ein sauberes Fahrzeug ist, wo sie von der Autoindustrie betrogen worden sind. Sie merken, dass die Bundesregierung da nicht an ihrer Seite steht, sondern an der Seite der Autoindustrie. Und das alles ist für Herrn Scheuer nicht schön. Und deshalb redet er nicht gerne über den Diesel. Wir hätten dazu gerne Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer befragt. Doch obwohl sein Ministerium mit 2,5 Millionen Euro die höchste Ausgabensteigerung für Pressearbeit aufweist, bekommen wir nach langem Hinhalten eine Absage. Wie auch bei VW gibt es nur schriftliche Antworten. Und die auch nicht als persönliche Aussage, sondern nur als Statement seines Ministeriums. Von Seiten des Bundes gilt, wir haben unter anderem für alle Fahrzeuge mit illegalen Abschalteinrichtungen verpflichtende Rückrufe angeordnet. Allein bei VW waren dies mehr als 2,4 Millionen. Die Autohersteller haben sich auch dazu verpflichtet, für die restlichen Euro 5 Diesel herstellerspezifische Maßnahmen anzubieten. In diesem Zusammenhang sagen die deutschen Hersteller bis zu 3.000 Euro pro Fahrzeug zu. Dazu können auch Hardware-Nachrüstungen zählen. Das Kraftfahrtbundesamt wird schnellstmöglich Genehmigungen erteilen, damit diese zeitnah auf dem Markt angeboten werden können. Die Hersteller sind gefordert, auch wirksame Nachrüstsysteme vorzulegen, mit denen auch alle Grenzwerte und alle Vorschriften eingehalten werden. Bisher liegen keine vollständigen Anträge beim KBA für eine Genehmigung vor. Klarheit für die Betroffenen klingt anders. Viele Dieselbesitzer fragen sich deshalb noch immer, was soll ich denn nun tun? In Düsseldorf sitzt Rechtsanwalt Marco Rogert, der Tausenden von Dieselbesitzern rechtlichen Beistand leistet. Wir sind der Meinung, dass es sinnvoll ist, in jedem Einzelfall tatsächlich eine Individualklage anzustrengen oder wenn man das nicht machen möchte, weil eben beispielsweise einem das Kostenrisiko zu hoch ist und man nicht über eine Rechtsschutzversicherung verfügt, sich dann der Musterfeststellungsklage anschließen, weil das aus unserer Sicht der sinnvollste Weg ist für diejenigen, die nicht rechtsschutzversichert sind. Bei der Musterfeststellungsklage ist es so, dass der Einzelne sich einer Klage eines Verbraucherverbandes anschließen kann und davon profitiert, wenn er Erfolg hat und feststellen lässt, dass eben solche Ansprüche bestehen. Da muss er allerdings anschließend trotzdem nochmal selber in einer zweiten Stufe klagen und muss dementsprechend die Höhe seines Anspruchs dann auch feststellen lassen. Wenn Sie einen Volkswagen EA189 fahren beispielsweise, dann ist inzwischen doch wohl recht deutlich geworden, auch in der überwiegenden Rechtsprechung anerkannt, dass Sie ein Fahrzeug erworben haben, das eine manipulative Abschalteinrichtung aufweist. Dass das eben nicht erlaubt ist, ist eigentlich mittlerweile auch recht deutlich geworden. Die Anspruchsgrundlage gegen Volkswagen beispielsweise ist dann die vorsätzlich sittenwidrige Schädigung, aber auch der Betrug. Und alternativ dazu kann man auch geltend machen, auch kumulativ ist es möglich, kann man geltend machen, dass man sagt, diese Fahrzeuge, die man hier erworben hat, die hätten ja niemals in den Verkehr gebracht werden dürfen. Und vor diesem Hintergrund habe ich auch deshalb einen Schaden praktisch, weil Volkswagen genau dagegen verstoßen hat. Schadensersatz scheint notwendig. Neue Autos? Vielleicht auch. Aber helfen uns am Ende nicht vor allem neue Verkehrskonzepte, die die Umwelt schonen? Zum Abschluss treffen wir in Stuttgart Thijs Lukas. Er ist beides. Umweltaktivist und Autobauer. Ja, wir sind hier in der Schwabstraße, am Schwabtunnel. Eine der Engstellen in Stuttgart, wo viel Verkehr durchfährt einfach. Gemessen habe ich Stickoxide hier in dem Tunnel hinter uns. Und da hat sich gezeigt, dass wir selbst hier in dem Tunnel, der abseits der großen Straßen eigentlich ist, einen Wert haben, einen Mittelwert weit über dem Grenzwert. Ich bin halt jeden Morgen hier durchgefahren und auch jeden Abend wieder. Und da merkt man einfach ein Brennen in der Nase, es brennt in den Augen, es ist unangenehm. Gerade durch den Tunnel zu fahren, stinkt auch. Und kurze Zeit später kam dann der Aufruf von der deutschen Umwelthilfe, die hat gesagt, lasst uns doch mal überall in Deutschland messen, wo ihr meint, wo noch Probleme sind. Nicht da, wo die Messstationen sind, sondern überall sonst. Und da habe ich mich dann sofort beworben und gesagt, hier, ich will genau diese Stelle, das ist eine sehr gute Stelle, da ist eine Schule in der Gegend, da fahren viele Menschen durch, da gehen viele Kinder durch und ich will mal wissen, was ist mein täglicher Weg eigentlich, wie ist da die Luft.
Meine persönliche Forderung ist ganz klar, die Stadt muss den Verkehr anpassen. Also klar, wir brauchen saubere Autos. Ist die Frage, wann wir die bekommen, aber die Stadt muss auch dafür sorgen, dass Menschen in der Lage sind, Fahrrad zu fahren, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren, auch mal zu Fuß zu gehen. Und das ist an ganz vielen Stellen, gerade in Stuttgart, nicht gegeben. Ganz schönes Beispiel, Karlsruhe und Freiburg haben vor 10, 15 Jahren angefangen, ihren Verkehr zu optimieren. Haben in ÖPNV investiert, haben in Radverkehr investiert. Die stehen heute da mit dem Schulterzug und sagen, Fahrverbote haben wir nicht. Ist nicht unser Problem. Und Stuttgart ist so das schmutzige Kind, ist halt die Landeshauptstadt, ein bisschen peinlich. Also von Beruf bin ich Ingenieur für Fahrzeugtechnik, ich entwickle Autos, das ist auch durchaus meine Leidenschaft. Auslöser für dieses Engagement waren die Fahrverbote, weil ich mich da gefragt habe, wie kann das sein, dass eine Stadt wie Stuttgart, die das Know-how hat, also sowohl in der Industrie als auch in den starken Universitäten, die einen grünen Oberbürgermeister hat, eine grüne Landesregierung, wie kann das sein, dass wir hier über Fahrverbote diskutieren müssen? Und das war für mich so der Aussage, okay, da muss ich irgendwas reintun, weil auch für mich als Autobauer, so, das schwebt so über mir. Das ist unangenehm. Früher war man stolz, Autos zu entwickeln. Heute ist es eher so, oh, du bist einer von den Schmutzigen, die haben betrogen und wir machen die Luft schlecht und sowas. Und das ist irgendwie, das möchte ich nicht mit meinem Beruf verbunden sehen eigentlich. Und das müsste nicht sein, würde Politik handeln. Deutschland im Dezember 2018. Der Wirtschaftskrimi Dieselskandal ist noch lange nicht zu Ende. Und er lässt Industrie und Bundesregierung schlecht aussehen. Während viele Beteiligte offen reden, gehen VW und der Verkehrsminister in Deckung. Auf der Strecke, so scheint es, bleibt der Bürger, sein Vermögen und seine Gesundheit und sein Vertrauen in einen Industriezweig, der lange eine der tragenden Säulen der deutschen Wirtschaft war.